Diese Bestie wird Orlais in Schutt und Asche legen, wenn wir sie nicht aufhalten. Tschüss. Ein einzigartiges Tier. Es unterscheidet sich eindeutig von anderen in der Senke. Ich habe schon viele Orte bereist, an denen der Schleier dünn war. Die meisten Kreaturen halten sich davon fern. So, wir haben eine... So, wir kommen zurück. So, wir sind jetzt in der Frostgipfel angekommen. Ich muss ja schon mal hier... Muss noch was machen. Ich muss nämlich hier alles wieder einschalten. weil ich jetzt... So, da haben wir jetzt wieder unsere ich habe nämlich jetzt bei den Podcast nämlich alles aufgemacht. Jetzt muss ich erstmal das wieder zurück machen. Der nervt mich mit meiner scheiß Dings. So, das ist nun unsere kleine Base hier. Basis. So, hier haben wir noch mal was zum Lesen. Bitte haltet mal kurz an, wenn ihr das durchlesen möchtet. So, hier haben wir auch noch mal was. Das kann ich euch durchlesen. Eine verdutzte Anmerkung. Ein Buch mit dem Titel Serlofia durch und Herrschaft beigefügtes Lehrding. Diese Einschätzung Experten braucht, obwohl es überaus der auf der gekennzeichneten Zeit liegt, doch wohl unmöglich so zustande gekommen, oder? Haben kein doch durch. Sie brauchen nur genügend Äpfel, Herrding. falls ich so kratzig anhöre, ich habe Heilung gehabt das Wochenende. Deswegen tut mir das da ein bisschen weh. Ein geschriebener Brief. Nein, es bezieht sich auf Orinna. Und hier ist na auf jeden Fall ziemlich so viel, so da kennen wir uns richtig gut beschützt. So, hier haben wir noch Eigentum von Colette. Ah, die hat hier lauter Notizen gemacht. Inquisitor melden, was über Inquisitor bekannt ist, würde kaum etwa der Seite füllen. So, Professor Brem Kenwick. Lady Harding, ich meine Späherin Harding, hat hier eine beeindruckende Truppe. Ihre Leute haben zahlreiche Artefakte geborgen. Harding ist eine gute Späherin. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr aufspüren wollt, ist Späherin Harding genau die richtige Frau für euch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Nach 800 Jahren können wir nichts weiter tun, als nach Spuren zu suchen. Stoffe und Leder werden schon seit langem verrottet sein, sofern sie nicht verzaubert waren. Lediglich Metall und Stein ist noch identifizierbar. Und was die Sache noch komplizierter macht, sind jüngere Stücke der Avar und natürlich antike Stücke, die dem Reich von Tevinter zuzuordnen sind.
Glücklicherweise habe ich einige für die Epoche spezifische Stallen gefunden, die eindeutig auf unseren letzten Inquisitor hinweisen. Er sagt etwas über Tevinter. Ihr sagtet, einige der Stücke seien dem Reich von Tevinter zuzuordnen. So ist es. Obwohl man derart weit im Süden nur selten auf tevinterische Ruinen stößt, hatte das Reich hier einst eine Art Außenposten. Er wurde möglicherweise als Ritualstätte errichtet. Ich wüsste nämlich nicht, welchen militärischen Nutzen er gehabt haben könnte. Jedenfalls hat das unsere Nachforschungen ein wenig erschwert. Aber das habe ich einkalkuliert. Was für spezielle Schnallen? Bis zu den Schnallen konnte ich euch noch folgen. Ihr denkt vielleicht, eine Schnalle sei eine Schnalle. Doch seit sich die Leute Waffen umgürten, haben sie stets etwas hinzugefügt. Eines der Stücke hier ist mit einer Drachengravur versehen. In Verbindung mit den Legierungen der verwendeten Metalle weist das eindeutig auf den Winter hin. Ganz anders dieses hier. Hier wird ein Verschluss verwendet, der erst zu Beginn des Reichs von Orléans erfunden wurde. Ihr seht also, die historische Forschung ist ein Feld, das den Gürtel der Erkenntnis niemals zu eng schnallt. Was habt ihr herausgefunden? Was habt ihr herausgefunden, Professor? Bislang weist alles auf das Flussufer nicht weit im Süden hin. In der Nähe des Ufers hat irgendeine Schlacht stattgefunden. Sie waren in großer Eile. Die Späher haben von einer Insel in der Nähe einer Fischersiedlung der Avar berichtet. Aber die Avar selbst wollen kaum etwas darüber preisgeben. Wie kommt ihr darauf, dass der letzte Inquisitor in einen Kampf verwickelt war? Wir haben hier eine Spange, die häufig für Rüstungsverbindungen verwendet wurde. Sie wurde eindeutig durchtrennt. Dazu ist nur ein harter, schneidender Treffer in der Lage. Wie von einer großen Klaue oder einer Axt. Dann hätten wir da noch diesen Dolch. Er ist aus Silberit, besitzt einen stilisierten Drachenknauf und trägt die Inschrift Cordillus. Dieser Dolch muss ein Geschenk von Cordillus Drakon gewesen sein, dem ersten Kaiser von Orléans. Niemand würde etwas derartiges einfach verlieren. Was könnt ihr mir über diese Fischersiedlung der Avar erzählen? Nicht viel. Die Avar dort sind freundlich, ganz anders als diese Barbaren von Harkons Feng. Den Spähern zufolge waren sie aber nicht bereit, viel über die Gegend preiszugeben. Vermutlich aufgrund irgendeines örtlichen Aberglaubens. Ich erkunde die Insel. Ich werde nach einem Weg auf diese Insel suchen und nachsehen, ob dort irgendetwas Nützliches zu finden ist. Ausgezeichnet. Ich fahre derweil mit der Untersuchung der Fundstücke fort. Mit ein wenig Glück finden wir beide ein paar Antworten. Und noch etwas. Colette, eine meiner Forschungsgehilfinnen, hat Untersuchungen über ein altes Bauwerk im Norden angestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit unseren Nachforschungen in Zusammenhang steht, aber es könnte nicht schaden, mal bei ihr nachzufragen. Alles klar. So. Die Sänge ruft. Abgeschlossen. So. So, nochmal ganz kurze Information, auch wenn ich es jetzt auf leicht gestellt habe. Sind hier DLCs auf schwer gestellt. Heißt, die Gegner sind hier dann wirklich erbarmungslos. Deswegen habe ich jetzt mir eine gescheite Rüstung angestellt und auch ein bisschen rumgemacht. Ein bisschen meine Zeit dafür nochmal in Anspruch genommen. So, da haben wir nochmal zwei Männer. Eins wirklich schon mal voll und schon mal gut. Aber ich möchte jetzt erstmal noch nicht. Wir haben hier einige Vorräte. Schön. Gold, Avarit, Schlangenstein, gehärtete Tusketaut. Das ist schon mal sehr gut. So, haben wir hier irgendwas? Da hinten ist nur so ein. Ja, so ein Weg oder Bauwerk. Oder was auch immer, was das ist. So, da hinten ist ein Riss, den können wir gleich mal zumachen. Also das hier ist es nicht so einfacher, wie ihr es denkt. Also hier ist ein bisschen... Aber ich habe mich ja Gott sei Dank vorbereitet. Natürlich kriegt man hier so einen Dämon.
Natürlich bin ich wieder down. Das ist mal wieder. Dann macht ihn doch Platz. Ich muss mal hier bei der Audio mal deutlich ein bisschen runtergehen. Dialog kann man ja so lassen. Musik kann man drin, aber hier dieses Soundeffekt ein bisschen runter hier. So. Weil wir sind ein bisschen zu leise, ne? Wo ist denn eigentlich Solus? So, dann nehmen wir den Solus mal wieder in die Arme hier. Ach, lass doch mal die andere Runde, die ich gleich hat. Und wir kriegen auch noch einen anderen Rohstoff. Rohstoff, so rum. I got it. So. So, wir kriegen Silberit, ein Geisterer. Wir kriegen Schleierquarz. Krass. Also das ist jetzt sozusagen der neue Rohstoff, den wir kriegen. So, ich lasse mal meine Kopfhörer wieder ins Kabel schließen. So, eine schnelle große Art mit 358, Jesus Maria. Könnte eigentlich Bulle nehmen. Zeig mal her. Okay. So. Haben wir schon mal den ersten fertig. Ich muss mal hier kurz noch mal rein. Weil wir brauchen noch mal dringend. Wir haben keine Pflichtrebe mehr. Ah. Irgendwas zum Verkaufen oder? Oh, Scheibenblätter. Da können wir mal hier irgendwo Pflichtrebe finden. So, was kann man denn machen erstmal? Verbündete unter den, aber ich würde mal sagen, wir erkunden erstmal, bevor wir hier die Hauptquest machen. Weil ich habe ja das Spiel schon etlich mal durchgespielt. So, weil ich weiß nämlich schon mal hier. Mal hier hochgehen.
Nee, Pirscher. Haut Trauma auf jeden Fall. Pfeile können wir immer gebrauchen. Ja, ja, ich war jetzt die letzte Zeit ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich. Ich hoffe, dass ich jetzt auch mal etwas so ein bisschen machen kann jetzt. Und wieder die Videos reinhole. Einzigartiges Tier. Es unterscheidet sich eindeutig von anderen in der Senke. Ich habe schon viele Orte bereist, an denen der Schleier dünn war. Die meisten Kreaturen halten sich davon fern. So, so. Wir haben eine Spalte des Himmelsbeobachters gekriegt. Ganz interessant. So, dann können wir mal kurz an der Waffe gucken. Und die ist sogar, also meine Soluin-Klinge ist sogar noch besser. Das ist schon mal gut. So. Hier haben wir noch mal was. Kommunikationsampost. So, dann haben wir jetzt einen versteckten Armbrust. Und hier haben wir noch eine Dings. So, ja, genau. Solas ist jetzt auf jeden Fall mal dabei. Also ich habe jetzt noch die Hauptmission noch nicht weiter gemacht, weil ich will ja so spielen, wie ich es bei meinen Videos mache. Also, ja. Gucken wir mal einfach mal, was wir hier so noch alles haben. Ich habe hier irgendwas, wo man... Und wir gucken halt auch, dass wir ein bisschen reichlich an Materialien haben. Und wie auch bei in der anderen Zeit. Geht noch ein Stück bevor, Kollege. So, Tusket. So, genau, also jetzt nochmal zu der Information, die ich schon im anderen Video schon genannt habe, werde ich Dragon Age Inquisition auf jeden Fall verfilmen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nächstes, also ich mache das auf jeden Fall nächstes Jahr. Ob ich es dann mache, weiß ich nicht, weil ich habe ja das letzte Mal Mass Effect aufgenommen, wo noch gar nicht die gar nicht hatte. Also Mass Effect hatte ich ja eigentlich schon gemacht gehabt. Da ja Microsoft ja gesagt hat, da ja BioWare gesagt hat, das müssen wir jetzt erstmal wieder machen. Taro, Sir, wir haben diese Hakoniten-Bastarde zurückgeschlagen. Meine Männer und ich werden diesen Ort halten. Die Hakoniten am Fluss stellen jedoch weiterhin eine Gefahr dar. Nach der letzten Schlacht brauchen wir Zeit, um alles zu befestigen.